Tanz aus Verstusse und einen am Rhein. Da liegt ein kleines Stück Welt, ein bisschen verträumt und verschlafen schaut's drin. Da munt sie kleine Stück Welt und Mengen empfind's schon fast als Provinz. Bloß eine kleine Stadt mit bürgerlicher Wend, bloß eine kleine Stadt, wo ein der andere kennt. Und wenn auch auf dem Globus nie nicht, wo dein Name steht, bist du doch ein Ort, wo sich's gut leben lässt. Zugeh, du hast statt Wolkenkratzer Scheiterbeigen. Zugeh, statt High Society bloß Damenriegen. Geht's im Städtli ausnahmsweise fidel und lustig zu, sind's beim Näher schauen sicher Italiener. Bloß eine kleine Stadt. Juppe, wir sind vom Heiet, da sind wir gern die Han. Die eine wohnt oben, die andere unten dran. Wir haben da raue Schale und doch ein guter Kern. Und sollt dies Name fehlen, so helfen alle gern. Oben, oben oder vom Unten, wir sind doch alles reihe Kind. Wir alle miteinander von einer besonderen und ganz vergnügten Rasse sind. Wir haben den harten Boden und auch einen Haufen Stab. Und doch ist unsere Heimat ganz heimelig und schön. Wir fangen früh am Morgen, es darf noch fröhlich an. Vom Kleinsten bis zum Größten, die üsnen alle dran. Überben, oben oder vom Unten, wir sind doch alles reihe Kind. Wir alle miteinander von einer besonderen und ganz vergnügten Rasse sind.
Wir haben Mühe, einen Gemeindepräsidenten zu finden. Wir haben schon verschiedentlich über so Fälle berichtet. Das ist auch nicht verwunderlich. Das Amt von einem Gemeindepräsidenten bringt gerade in kleinen Gemeinden immer mehr Bürde und immer weniger Würde und Anerkennung. Darum findet man auch immer weniger, die so ein Amt übernehmen wollen. In der Schaffhauser Gemeinde Bütenhardt ist es jetzt so weit gekommen, dass man am nächsten Wochenende zwar einen neuen Gemeindepräsidenten wählen sollte, aber nicht weiss, wen. Es gibt nämlich gar niemanden, der für den Posten kandidiert. Der bisherige Gemeindepräsident hat schon vor 2 Jahren aufhören und dort mal nur weitergemacht, weil man niemanden gefunden hat. Jetzt will aber auch er endgültig nicht mehr. Und das Bütenhardt wartet jetzt halt alle auf ein Wunder. Mit Wahlkampf und grosser Polemik um den neuen Mann im höchsten Gemeindesamt ist das Bütenhardt nichts los. Die Stimmung ist mehr beschwiegen, oder besorgt sie. Das Dorf im Schaffhausischen hat rund 200 Einwohner. Ein Drittel bauert noch. Der Grossteil pendelt nach Schaffhaus und Teingen zur Arbeit. Eine Partei gibt es keine. Die politische Sympathie gab vor allem zur SVP. Bütenharder tun gern politisieren und sind nicht zimperlich im Kritisieren, wenn ihnen der Entscheid der Behörde nicht passt. Aber selber das Amt vom Gemeindepräsidenten übernehmen, das will jetzt doch niemand. Man könnte jetzt ja aber meinen, dass das Amt des Gemeindepräsidenten doch mit sehr viel Lehre und auch mit Macht verbunden ist. Wieso will sich jetzt in der Gemeinde niemand zur Verfügung stellen? Eher
hat man schon, aber eigentlich mehr auswärts. Man ist schon ein angesehener Mann, von außen her gesehen, im Dorf selber ist da nur so gross geschrieben. Und mit der Macht ist es eigentlich auch nur so weit her. Der Bürger ist selbstbewusster geworden. Er hat gelernt, Demokratie zu leben und seine Rechte, die er hat, zu erkennen. Man ist also nur einfach der, der Gebieter ist, einen Entscheid fasst und der gilt dann endgültig, sondern der Bürger ist da kritischer geworden. Ein möglicher Kandidat fürs Gemeindepräsidentenamt zieht bald weg. Aus dem Gemeinderat wird niemand nachkommen. Ein Teil ist im Beruf ausgelastet, die anderen Gemeinderäte sind Bauern und im Betrieb engagiert. Zwei Stimmen aus dem Dorf, zuerst der Vizepräsident zur Situation. Diejenigen, die uns im Gemeinderat seinerzeit immer Probleme gebracht haben, an den Gemeindeversammlungen, genau diese Leute sind heute ruhig. Die verhalten sich ruhig. Die kommen erst nachher wieder. Aber wir müssen schauen, dass der Karren weiterläuft. Und das finde ich schade an der ganzen Gemeinde. Der Job eines Gemeindepräsidenten in dieser Gemeinde ist nicht einfach. Es ist vielmal ein Ränkenspiel. Es sind da verschiedene Interessen, die dahinter stecken. Und man ist doch immer viel der Kritik ausgesetzt. Und in den letzten paar Jahren hat der Gemeinderat etliche Sachen probiert durchzubringen, die er einfach nicht durchgebracht hat, weil die Bevölkerung immer wieder abgeklemmt hat oder interveniert hat und einfach in Leuten ein bisschen den Verleider angehängt hat. Spielt dann auch Angst vor dem sich exponieren, also das heisst eben auch Kritik und Widerspruch können einstecken, eine Rolle? Das spielt eine Rolle. Der Gemeindepräsident muss sich der Kritik stellen, er muss einstecken und da lernt erst im Verlauf von der Amtstätigkeit. Da kann man nicht so unbedingt gerade, aber auch da ist ein Prozess, ein Schleifprozess, den man durchmacht. Und wegen dem kann sich also auch ruhig zur Verfügung stellen, denn wenn er einen Rückhalt hat, auch im Gemeinderat, dann wird er das arbeiten. Der Job eines Gemeindepräsidenten ist sicher nicht der lukrativste. Rund 7'000 Franken verdient der Büttenhardt Gemeindepräsident in dem Nebenamt pro Jahr. Die Materie ist kompliziert und darum arbeitsintensiv. 15 Stunden pro Woche muss er rechnen und dafür muss er am Abend Platz machen, nach seiner Arbeit. Ja. Niemand, dann könnte nämlich das passieren, was zu Büttenhardt eigentlich gar niemand will. Dann müsste die Gemeinde nämlich vom Staat bevormundet werden. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Bei uns gibt es jetzt nochmal Nachrichten.